Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldadum zu einem neuen Part Mario 64 für den DS. Auf dem 3DS gespielt, natürlich mit dem Zwergenfürst. Wie schon im letzten Part versprochen, wollten wir heute mal durch diese Tür hier gehen, mal das dahinter erkunden. Und da gibt es einen Sternflur, den wir abgeben müssen. Die Tür fühlt die Macht der Sterne und öffnet sich langsam. Da schauen wir mal, was dahinter ist. Oh, was sehen wir denn hier? 4 Türen. Luigi, Mario, Wario und eine weiße Tür. Und sie ist verschlossen. Auf der anderen Seite der Tür ist es still. Okay. Was mit der weißen Tür auf sich hat, werden wir bestimmt noch herausfinden. Und wahrscheinlich auch, was es mit den anderen Türen auf sich hat. Sie ist verschlossen. Auf der anderen Tür, auf der anderen Seite der Tür schreit jemand. Luigi! Mama Luigi! Sie ist verschlossen. Auf der anderen Seite der Tür ruft jemand um Hilfe. Mario! It's me! Help! So ungefähr. Sie ist verschlossen. Auf der anderen Tür, Seite der Tür knurrt jemand. Mario! Ja, und hier haben wir ein kleines Secret. Hoch! Du gehst durch die Wand. Genau das. Ein kleiner Rutschweg hier. Ein kleiner Stricker. Eine kleine Piste, ja. Piste, kann man es Piste nennen, ja. Hier kann man ein bisschen eine Rutsch machen. Auch wäre schön, solche Geheimnisse zu entdecken. Naja, ist ja kein Geheimnis. Das Spiel existiert seit vielen, vielen, vielen Jahren. So geheim ist das dann auch nicht. Kann man alles herausfinden im Internet. Und zack, Stern. So, da haben wir den Stern bekommen. Ein geheimer Stern freigeschaltet. Und es geht ins Zentrum des Schlosses. Wir kommen nicht mehr in diesem Zimmer raus. Wir müssen wieder zurücklaufen. Wir kommen in die Haupthalle raus. Hui! Nicht runterrutschen. Na denn. So, die Geheimtür haben wir gemacht. Da ist übrigens nichts. Nein. Die Wand ist undurchdringlich. Da kommst du nicht durch. Na dann, gehen wir weiter. Da ist noch eine Tür. Da geht's weiter zu Tod. Der Todfresser. Oh nein, ich habe die Schlüssel zur Prinzessin Bienenstern-Schublade verloren. Sie wird immer die Hölle heiß machen. Sie wird mir die Hölle heiß machen. Kannst du nicht die Schlüssel für mich versuchen, Yoshi? Da bleibt hier. Da bleibt jetzt unter uns. Aber mit dem Schlüssel kannst du das Spielzimmer von Prinzessin Peach öffnen, in dem sie als Kind immer gespielt hat. Wenn du den Schlüssel hast, kannst du in ihrem Spielzimmer Minispiele spielen. Wähle dazu einfach die Option Spielzimmer im Titelbildschirm an. Ah, okay. Schön, schön. Hier gibt es ein Gemälde, da können wir durchspringen. Hui, da müssen wir Silbersterne sammeln. Die kristallene Kugel vor dir ist eine Sternsphäre. Sobald du alle 5 Silbersterne gesammelt hast, erscheint ein Stern in der Sphäre. Schön, schön. Dann sammeln wir mal alle 5 Sterne. Einen davon seht ihr schon, als der Adler dort drüben oder der Geier. Ein Adler ist es nicht. Adler sehen ein bisschen anders aus. Aber ein Geier ist es. Was zum Geier? Hui! Also den ersten haben wir. Die dürfen wir uns dann auch nicht abnehmen lassen. Dann sind wir auf einen Gegner treffen. Und der nimmt uns das, glaube ich, wieder ab. Nein, nicht. Schade. So, wo ist er? Der zweite? Der zweite ist hier irgendwo. Da war doch irgendwo so eine Bucht. Da könnte man rein. Huh, Piranha-Pflanze. So.
gab es irgendwo eine Aussparung in der Bucht. Ich bin nicht komplett darüber. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. War bloß schlecht von der Kamera gezeigt. Oh, Lucky Two. Ein böser Lucky Two. So, hier ist auch noch ein Stern drauf, oder? Ein Stern, der meinen Namen trägt. Ein Stern, wo Joschinski draufsteht, oder was? Hui! 3 von 5. Da waren es nur 2. Ah! Seht ihr, so kann man einen Stern verlieren. Da waren es nur 2. Komm zu mir! Nice! In dem Geier knüpfen wir auch seinen Stern ab. Zack. Und greifen dir. Bevor der Geier das zurückholt. Schön, schön. So, da war es noch einer. Den sehen wir auf der unteren Karte. Ah! Geier greift an. Was zum Geier? Nein. Hey, hau ab, Geier. Böser Geier. Böser Vogel. Abhauen. Der macht mir Angst, der Geier. So, 5. Jetzt müssen wir die 5 Sterne noch behalten, bis wir mit dem Stern sind. Wenn der Geier uns ändert, knüpft, dann verschwindet der Stern wieder. Ja, so ist es. Komm mal schnell hier hin. Zack, haben wir einen Bonusstern noch dazu. Können wir nicht genug von kriegen. Wo wir Bonussterne einsacken können, machen wir es. So, und drin da. Nein, ich dachte, da gibt es noch eine Möglichkeit. So, da ist eine Tür. 8 Sterne brauchen wir dafür, haben wir locker. 9 haben wir jetzt. Also, nein, locker haben wir es nicht, aber mit den Sternen, mit den 2 Geheimsternen kriegen wir es jetzt hin. Die Tür füllt die Nacht der Sterne und öffnet sich langsam. Und was gibt's da drin? Das ist wohl Peachs Zimmer, nicht Peachs Spielzimmer, aber Peachs Balkonzimmer. Leider kann man nicht raus zum Balkon. Das habe ich jetzt das erste Mal durchgespielt habe, als Kind, da ein bisschen schade gefunden. Ich wäre da gern durchgesprungen, das wäre schön gewesen, dort auf dem Balkon zu sein, aber was soll's. Hier kann man durch, ein Mario-Gemälde. Jung, hier gibt es auch Sterne zu bekommen, aber erstmal müssen wir hier Mario retten in dieser Welt. Genau hier ist Mario versteckt. Naja, Mario nicht, aber etwas, das uns zu Mario führt. Hier ist Bowser versteckt. Hier müssen wir erstmal Bowser besiegen und dann... Ah! Goombas. Erstmal Goombas besiegen hier. Huiuiui. Hier können wir auch sehr gut die No-Coin-Challenge machen. Ja. Aber das wollen wir gerade nicht machen. Das wäre ein bisschen... Ja, das wäre ein bisschen viel. Hui, ja. Ist nicht Game Over gehen. Nein. Ich sagte nicht Game Over gehen, Yoshi. Nein, nicht. Verstehst das Wort nicht. Menometer. Ja. Manometer. Yoshometer. Na komm. Nimmst du halt einen ungefährlicheren Weg. Ich weiß, wo ich hin muss. Und Gumbas stehen im Weg. Versperren uns den Weg. Ein Giftbrühe. Giftbrühe for the win. For the loose. Ja. Genau gesagt, for the loose. Hier kann man noch links und rechts der Map hier noch verschiedene Sterne einsammeln später, aber links noch verschiedene Aufgaben, die wir erfüllen könnten, aber wir wollen jetzt erstmal hier entlang. Hier gibt es noch ein Bonusleben, ein One-Up. Eine rote Münze, da seht ihr es schon. Lassen sich auch noch mal einige Sterne kriegen. Wie zum Beispiel, ja, der rote Münzenstern. Logischerweise. Gumbas. Gumbas for the loose. So, zum Glück haben wir hier ein Herz. Damit könnten wir uns dann noch mal aufheilen, wenn wir wirklich am Arsch sind. Da geht's runter. Nein, gar kein Bowser, ein Goomba. Boah.
Ich bin kein gewöhnlicher Gumba. Ich bin Gumboss, der große Gumba, der großartige Pumba, Gumba. Mario trampelt auf uns ständig rum und zerstampelt uns auf der Nase herum, dem Kopf herum. Aber nun hat sich das Blatt gewendet. Ich habe ihn eingesperrt, wird er heult und schnurzt wie ein kleines Kind. Mit dir dagegen habe ich nichts zu schaffen, also hau ab. Ich wüsste nicht, wie ein fossiles Weichei, wie du meinen Stampfer überstehen sollte, ohne zu rühren zu werden. Ja, den müssen wir jetzt besiegen auf altbewährte Technik. Ja, ist glaube ich bekannt, was man da macht. Mario 64 ist nicht ganz unbekannt, was da die Lösung der Aufgaben ist. Jetzt hält er inne und zack, so treffen wir ihn. Dann wird er wütend, weil er getroffen wurde. Bah, und schwillt vor Wut an, vor Zorn. Da dürfen wir nicht vom Baumstamm runterfallen, weil das geht auch. Ich weiß nicht, ob wir da Game Over sind oder ob wir einfach von vorne anfangen müssen, ob wir dann am Anfang am Ziel, am Anfang starten. Hilfe, Gumbas! Und ich habe ein Ei. Was? Kann man das nicht feuern? Das Ei. Doch, kann man mit irgendeinem Knopf schon. Ich komme nicht drauf. Ich komme nur nah genug dran. Ja, so macht man es eigentlich nicht. So macht man es. Da spielt er wieder vor Wut an. Ist jetzt die dritte Stufe. Und glaube ich auch die finale Stufe. Dreimal treffen muss man den Gegner immer. So ist es in Mario Mario. Ach man, ich stelle mich halt auch blöd an hier. Wie kann man da reinfallen? Man nur mit dem Steuerpad irgendwie ein bisschen anständig läuft, kriegt man das auch hin. Meine Güte, ich bin doch schon fast rot hier gleich. Der rennt aber auch schon ziemlich schnell in der dritten Stufe. Da muss man sich schon anstrengen und den inneren Kreis laufen. Sonst wird das nix. Och, nicht stehen bleiben, meine Fresse. Och, was soll denn der Mist hier? Was soll denn der Unfug? Was soll denn der Mist? Wir haben auf die andere Seite. Guck mal, der hinterher ran. Nein, das wird nichts. Ach du Scheiße. Tut mir leid, dass ich mich heute so blöd anstelle hier. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ach nö. Was denn? Ist doch sonst nicht so. Ich laufe hier auch im Zickzack, wie ihr bemerkt. Steuerkreuz ist vielleicht besser. Nein, das Schiebepad. Ach Mann. Steuerung bin ich nicht gut. Komm, wir sind gleich da. Hinten dran. Nicht stehen bleiben. Los weiter. Ja, da kriege ich hier gleich einen Drehwurm. Dann wird er, glaube ich, langsamer, wenn wir angekommen sind. Ach Mann, nee. Gibt's doch nicht im letzten, dritten Teil. Aber es ist ja typisch Mario-Spiel. Ich und Mario-Spieler kennt er ja, wie das läuft. Spätestens aus Mario 3D Land. Was heißt spätestens? War also ziemlich das Spiel, wo ich am meisten verkackt habe. Und es noch nicht fortgeführt habe. So, zack. Den getroffen und schon mal losrennen hier. Weil der wird gleich riesig. Nein, nicht riesig, aber größer. Dann sind wir schon mal gut dran, wenn wir hinter ihm stehen. Hui, nein, sind wir nicht. Dann läuft er in diese Richtung. Ja, sorry. Sorry, don't worry. Wie mein Lieblings-Let's Player sagt, it's good to be my Kartoffel. Hurry! Oh wei. Ach Mann, was ist denn hier auch los heute? Was machst du, Yoshi? Luigi. Ist auch das schon von Wechseln. Noch ein einsamer Goomba hier. Auf weiter Flur. Was? Komm, treff ihn. Was machst du, Yoshinski? So muss es sein. Geschlagen von einem Mann, nein. Wie konnte das nur passieren? Das Schicksal ist bestimmt, dass die Goombas immer nur verlieren. Ich habe wahr, Mario, wie du weißt, eingesperrt. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu einem Gefängnis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe tatsächlich verloren.
Das schwillt an und explodiert. Badam, da haben wir den Schlüssel. Und können Mario befreien. Yippie-yay. Yoshi war siegreich. Nach dem zweiten Versuch. Na gut. Holen wir uns Mario ab. Holen wir Mario aus seiner Gefangenschaft. Dann können wir schon viel mehr machen. Dann können wir zum Beispiel die letzten Kurse, die letzten Sachen aus dem ersten Kurs machen und das dann beenden. Mit Hilfe von Mario. So, Schlüssel rein und umgedreht. Und wer kommt raus? It's me, Mario! Du hast Mario gerettet. Nun kann er Bowser in Grund und Boden stampfen. Überall wird man rote Münzen sehen. Schnapp dir eine und verwandle dich in Mario. Verteile Bowsers hinterhältige Pläne mit deinen Superattacken. Ja, da kann man dann reingehen und sich wieder in Yoshi verwandeln. Oder halt auch mit Mario dann später da reingeht, kann man sich in Mario verwandeln. Oder in Luigi dort. Oder in was auch immer hinter der weißen, mysteriösen Wand ist. Ja, ich kann es euch mal demonstrieren. Da kommt Yoshi wieder raus. Da kommt Mario wieder raus. Ja. Das heißt, Yoshi lebt dort in Gefangenschaft, bis wir ihn wieder rausholen. Ja, auch schön. So, da sind wir wieder in der Haupthalle. In der Haupthalle. So, hier können wir wahrscheinlich erst später hin. Wie es ausschaut, ja. Ich will noch nichts spoilern, aber hier können wir dann später was freischalten. So, was machen wir als nächstes? Schon mal um ein paar Sternmünzen zu bekommen. Vielleicht gehen wir da wieder zurück. Hat ja immerhin ein paar Bilder für uns. Da gibt es ja noch ein paar Sternmünzen zu bekommen. Da könnte man nur die ein oder andere jetzt noch in diesem Part machen. Ah. Wo gibt es hier Sternmünzen? Schauen wir mal. Mit Mario sind wir jetzt unterwegs. Hoffentlich auch besser unterwegs. So, ja, die rote Münzen-Sache wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir machen, die wir anlegen könnten. Ah, der Dreifachsprung hier. Joa. Das machen wir jetzt am besten als erstes. Hier geht es auch noch hoch. Links und rechts von den Sachen gibt es jetzt noch einige Dinge, die wir bestehen können. Eine rote Münze. Schön, schön. Auf wackelnden Baumstämmen. Hui. Ja, nicht links und rechts runterfallen. Und wenn es geht, auch nicht vorne runterfallen. Piranha. Da seht ihr auch, dass ich wirklich Mario bin. Und nicht Yoshi im Mario-Kostüm. Super. Zum Glück heilen die Münzen auch noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir die erste rote Münze. Haben wir viel für riskiert. Für die erste rote Münze. Da warten 7 andere. Wenn ich es richtig weiß. So, zack. Den Gumbas auf die Rübe. Ich sagte den Gumbas auf die Rübe. Nicht die Gumbas uns auf die Rübe. Ja, meine Güte. Und darüber, zack. Hier ist ein gelbes Ding. Ein paar Münzen für. Hier gibt es eine zweite rote Münze. Yay. Ha! Ich glaube 15 rote Münzen müssen wir einsammeln. 15 Sterne müssen wir einsammeln, um halt weiterzukommen in Sachen Haupthalle. Die Powerblume stärkt einen Charakter abhängig von dessen Persönlichkeit. Hält Mario eine Powerblume, so verwandelt er sich in einen Ballon und kann so hochgelegenen Stellen fliegen, springen mehrmals hintereinander, damit er weiter aufsteigt. Ja, das ist schon ein gigantischer Spoiler. Ja, aber meine Güte. Spoiler sind das nicht, das Spiel ist alt. Sehr alt. Also wer sich dadurch spoilern lassen kann, ja, hat Pech gehabt. Ihr hattet die Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Schon weit vorher. Auch für den DS ist das Spiel alt. Ah, da werden uns die Münzen angezeigt. Hier sind einige. Hm.
Können wir uns da irgendwie hochfeuern lassen oder wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hoch? Die Gumbas hier? Erstmal ja nicht. Ins Gift gesprungen hier. Ich sehe eine rote Münze. Oder täusche ich mich da? Da war das noch ein Gumba. Es schien nur ein Gumba zu sein. Oh nein, wir sind schon wieder im roten Bereich. Dieser Gift, der schadet mir extrem. Enorm schadet es mir. So, da lang enthangeln. Da entlang hangeln. Da gibt es eine rote Münze für mich. Und voll wieder aufgeladen. Bin ich auch. So, da runter. Oha! Da geht es auch noch hoch. Da gibt es vielleicht auch einen extra Stern. Mann, diese Gumbas hier. Ich muss mal Platz machen. Ich lasse mich von diesen Gumbas zu sehr stressen hier. Guck mal, so kann man die auch kicken hier. Muss man nicht unbedingt drauf springen. Langsam hier hoch. Muss man nicht überflüssig in die Sache fallen. Ach man, diese Piranha-Pflanzen. Ja. Nervig seid ihr. So, da sind wir hier drüben. Da gibt es auch eine Möglichkeit, von Gumbas besiegt zu werden. Ja, hervorragend. Ein Herz. Ein Herz für Mario. So. Dich noch runterkicken. Perfekt. Haben wir freie Bahn. So, das ist ein Sternschalter. Und was der bloß bringt. Ah, das bringt er. Dann mal ganz schnell hier lang. Hui! Wandsprung. Das kann nur Mario. Wandsprung. Mario, was machst du? Müssen wir wohl noch üben hier. Das müssen wir üben, Mario. Das müssen wir ordentlich üben. Ja, das... meine Fresse hier. Einmal üben, bevor wir das dann am Stern machen. Hey, hopp. Komm, Wandsprung. Dort lang. Ist hier mit der Steuerung ein bisschen blöd, aber... Na komm. Das muss dann nachher schnell gehen. Ui. Da sind wir oben. Ja, toll. Haben wir es mal geschafft. So, dann kann man hier ein Herz, damit wir den abgezogenen Schaden wieder auffüllen können. Na komm, da oben gibt es einen Stern. Hol ihn dir. Los. Renn. Du kannst dir die Zeit nicht leisten. Du springst eh schon langsam. Da oben bin ich. Na komm. Das wäre jetzt blöd. Das wäre jetzt saublöd, wenn wir das nicht kriegen würden. So, wow, ein weiterer Powerstern. Du wirst stärker. Das Schloss versucht dich mit Kraft. Möchtest du weiterspielen oder speichern? Möchtest du speichern? Nee. Ich muss weiterspielen. Aber klar, speichern. So. Und weiter geht's. Die roten Münzen sammeln oder was? Jupp. Den nächsten Stern holen. Zähne haben wir schon. Ich glaube 15 brauchen wir, um hier was zu erreichen. Hui! Nein! Ich glaube, die roten Münzen kriegen wir hier nicht, weil die einen waren dort oben und da weiß ich nicht, habe ich keinen Plan, wie wir da hinkommen. Und da versuchen wir mal so viele wie möglich zu bekommen. Zu erlangen. Da geht es auch noch lang. Können wir mal demonstrieren, wie man es nicht macht. Hopp. Warte, Kameraschwenk. Hops, da drauf. Aber einen Stern haben wir. Naja, was soll's. Joa. Haben wir heute Mario gerettet. In diesem Part. Ich würde sagen, da das Ganze hier schon andauert, mir hat es dummig noch so zu euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Würde sagen, im nächsten Part machen wir mal nicht dort bei Mario weiter, sondern guck mal hier, dort ist ein einer Punkt, da können wir rein. Können wir mal diese Route machen. Ja, machen wir das. Vielleicht kriegen wir dann noch 5 Sterne irgendwo zusammen. Ja, habt noch einen angenehm festlichen Tag. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Part von Mario 64 auf dem DS. Man sieht sich. Gehabt euch wohl und haut drin. Ciao.